Wenn man den neuesten Rufen der German Rifle Association, Firearms United, Glauben schenken will, dann ist das Ende des Skisports, wie wir es kennen, eingeläutet. Die EU möchte mal wieder Blei verbieten. Das bedeutet kein Blei mehr in Munition, weder in der Zündung noch im Geschoss. Die Bundesregierung möchte mit ihrem Scheißdreck da den Verfassungsschutz auf Bitte von Hessens Innenminister Beuth mit in die Zuverlässigkeitsprüfung mit aufnehmen und. Nein, das gibt es kein Lobbyvideo. Ich will nur etwas mal sagen. Wir haben viele Sachen eigentlich schon vorausgesehen. Gemacht wurde nichts. Jedenfalls nicht gefühlt. Die EGs, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie tun. Ich meine, sie posten mal hier und da irgendeine Information, die alles sein kann und gar nichts, aber mehr auch nicht. Die Verbände, keine Ahnung, was sie tun, die verlassen sich aufs FWR. Sollen die machen, was sie wollen. Ganz ehrlich, das... Die Hersteller aber, was machen die denn? Ein drohendes Bleiverbot in Munition würde auf dem zivilen Markt locker mal bei jedem Hersteller ca. 80-90% der Munitionssorten, die sie verkaufen, verbieten. Das wäre ein massiver finanzieller Einschnitt. Warum hört man von dieser Seite gar nichts? Es müssen Alternativen gefunden werden. Das, was man an rein bleifreier Munition findet, liegt so bei 1000 Schussabnahme, ungefähr 23 Euro die Schachtel. Und es gibt ganz, ganz wenig Auswahl zurzeit. Wird es das Ende des Skisports sein? Nein. Nee. Was wird passieren? Die dicken Brummer, 45, 50er und so weiter, werden weniger geschossen oder werden verkauft, abgestoßen, eingeschrottet, was auch immer. Weil die Munition, die wird sich kaum noch einer leisten können oder wollen. Oder sie werden eingemottet und nur noch zu ganz besonderen Gelegenheiten ausgegeben. Sie werden sich alle auf 9 mm versteifen. So, damit werden die Preise unweigerlich von den Non-Tox bleifrei, also ich spreche jetzt wirklich von bleifreier Munition, auch sinken. Die Hersteller werden mitziehen müssen. Es werden viele den Skisport aufgeben. Und das ist auch der Plan der Macher dieser Scheiße. Also, ich sage es ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe Bock auf Schießen, aber ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße, die hier ständig läuft. Jedes Jahr, Jahr um Jahr, kriegen wir hier einen so dermaßen in die Eier getreten und keiner tut was. Ja, lieber Gesetzgeber, gerne doch, aber natürlich. Wir kaufen neue Tresore, wir kaufen die teurere Munition. Leute, irgendwie habe ich den Eindruck, dass der deutsche Waffenbesitzer echt ein unorganisierter Haufen amphibischer Urscheiße ist. Frei nach Gunnery Sergeant Hartman, Full Metal Jacket. Ja. Wir sind im Arsch. So einfach ist das. Wir sind einfach im Arsch. Entweder es ändert sich etwas in der Art und Weise, wie die IGs vorangehen, oder wir sind im Arsch. Weil dieser Kuschelkurs, der funktioniert nicht mehr.